Wir befinden uns hier im ersten Lichthof, in dem die Besucherinnen und Besucher unsere Ozeanienausstellung erwartet. Ich befinde mich hier in der Afrika-Abteilung und ich stehe vor einem Diorama. Wir sind hier mitten in der Asien-Dauerausstellung vor dem japanischen Teehaus, seinem Garten und dem Koi-Teich. Ich vergleiche ein Museum gerne mit einem Eisberg. Und während das Haupthaus in der Regel die 5% eines Eisbergs zeigt, die über einer Wasseroberfläche liegen, zeigt das Übermax, also das Schaumagazin des Überseemuseums, die 95% eines Eisberges, die unter der Wasseroberfläche liegen, nämlich die wissenschaftlichen Sammlungen des Hauses. Wir stehen hier in der Amerika-Ausstellung. Ich bin die Direktorin dieses Hauses. Das Überseemuseum ist was ganz Besonderes, denn nur hier findet man naturkundliche Sammlungen, ethnografische Sammlungen und wirtschaftsgeschichtliche Sammlungen unter einem Dach. Für Coding Da Vinci haben wir uns für einen fotografischen Bestand des Bremer Kaufmanns Johann Lautz entschieden, der um 1900 in Hongkong gelebt hat. Johann Lautz selbst war Chef seiner eigenen Firma in Hongkong und einer anderen Stadt namens Shantou, wo sie überwiegend im sogenannten Kulihandel tätig waren. Man sieht auf den Fotos eigentlich ganz gut so den Lifestyle einer Art sozialen Elite. Häufig ist es eine Gruppe deutscher Kaufleute. Hongkong war zwar eine britische Kolonie, aber es lebten dort auch viele Deutsche und die waren durchaus auch in wichtigen Schlüsselpositionen und Aufsichtsräten in der Stadt vertreten. Die Fotos sind auch aus einem anderen Grund für das Museum interessant, denn Kaufleute wie Johann Lautz waren auch als Sammler für das Museum tätig. Hier neben mir zum Beispiel ein chinesischer Hausaltar aus der Sammlung von Johann Lautz.